Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Zack McCracken. Diesmal ganz ohne Sound. Wir müssen unbedingt noch na sagt's mir. Orangen finden. Und ich habe keine Ahnung, wo wir Orangen finden könnten. Ich habe hier auch alles durchsucht, oder? Rufen wir mal unsere Oma an. Da scheint noch jemand angerufen zu haben. Hey Zack, it's Aldo. Have you seen Larry lately? You know, that guy never calls. I don't hear from him anymore. Yeah, give me a call when you get back. Das war wohl wieder irgendein Entwickler des Originalspiels Gag oder so. Ich will jetzt nicht telefonieren. Ich will jetzt nicht telefonieren. Kann ich vielleicht irgendwie den Spülkasten öffnen? Den kann Die gute alte Spüle mit dem bösen Müllschlucker. Komm schon. Wirklich jetzt? Warum ist denn da kein Zeichen, wenn ich das öffnen kann, den Spülschrank? Manchmal ist das Spiel echt einfach nicht fertig. So, hier. Eine Spinne. Nichts Normaleres als mein Spülschrank. Dranos Orange Extra. Seit ich das zum Spülen benutze, lecke ich regelmäßig meinen Teller ab. Alles klar. Das ist konzentrierte Orange, beziehungsweise was die Lebensmittelforscher für Orange halten. Angeblich befinden sich in einem Teelöffel Orangenextrakt 300 Orangen. Das nenne ich mal konzentriert. Dann ab in den Ofen. So, jetzt 20 Minuten in den Ofen damit. Dumm-di-dumm. Er sagt nicht dumm-di-dumm. Ein leckerer, duftender Orangen-Buttercreme-Kuchen, gebacken von der magischen Hand des Weltretters. Da kann keine Frau widerstehen. Hoffentlich. Himmlisch. Ja. Natürlich muss man sie für Sex auch noch mit Kuchen bestechen. Oh Gott, ey. Wisst ihr... Am Anfang hat mich das Spiel echt ein bisschen abgeschreckt mit seiner seltsamen Darstellung von Frauen und nicht weißen Männern teilweise. Aber dann wurde es eigentlich ziemlich gut und ich habe mir gedacht, na komm, das ist 2008 erschienen, wurde wahrscheinlich über Jahre hinweg entwickelt. Wer weiß, vielleicht schon irgendwie um die 2000er rum angefangen. Da kann sowas schon noch, da ist das schon noch irgendwie, ne? Da war das noch lustig. Aber... Jetzt hier, dann habe ich's, ich habe es schon fast vergessen und dem Spiel verziehen und jetzt kommt wieder das Ende hier, wo es quasi nur drum geht, dass man seine Flamme flachlegt. Und das ist echt traurig, dass das Spiel jetzt so endet. Brauchen wir jetzt noch ein Geschenk oder haben wir es jetzt schon? Lieber nicht, die Garantie schließt keine Transportschäden ein. Mein Handy läutet gerade, aber ich gehe jetzt nicht ran. Wir gehen jetzt. Ich schaue jetzt mal, ob ich zu Ende gehen kann. Okay, mal sehen. Ich habe eine verführerisch duftende Torte dabei. Und auch für den Fall der Fälle bin ich bestens ausgerüstet. Zachary, deine Zeit ist gekommen. Ah, dann brauchen wir doch kein Geschenk mehr. Na gut. Annie. Oh. Zachary, das ist deine Chance.
Sorry, mein Kater ist ein Volltrottel. Ja, genau. Auf dem Niveau endet das Spiel. Das ist schon... aus heutiger Sicht kann man das echt nicht mehr gut ertragen, sowas, ne? Ich finde das sehr fremdschämig und sehr nicht schön. Oh, da sind noch Epilog-Texte. Jetzt habe ich den von Zack gar nicht gelesen. Positiven Schwangerschaftstest, ja natürlich. Das geht zu schnell. Ich kann das nicht so schnell lesen. Wer ist denn überhaupt Cherry Brockhaus? Ach, das war unser Angestellter, ne? Und wer ist Stanislav? Ist das... Ah ja, der Perückenbesitzer. Ich brauche so lange, mich daran zu erinnern, wer wer ist, dass ich mir die Texte nichts mehr bringe. Deborah Dubnowski. Ich habe keine Ahnung. Dr. Julio, der sagt mir was. Sind für eine Weile anderweitig beschäftigt. Tja, jetzt ging's doch ganz schnell, ne? Doof, dass ich da jetzt doch noch eine eigene Epilogfolge gemacht habe, aber man weiß es vorher immer nicht. Das passiert mir immer wieder, dass letzte Folgen entweder viel zu lang oder viel zu kurz werden. Aber so ist das. Naja, ich fand's auch doof. Also, abgesehen von der ganzen Darstellung, die ich furchtbar finde, finde ich auch wirklich doof, dass die jetzt hier noch eine Love-Story zwischen Anna und Zack irgendwie reingemodelt haben. Ich fand das nämlich echt angenehm, habe ich mir gedacht, beim Original, dass die keine Love-Story draus machen. Dass das einfach nur, ich meine, ne, sie ist halt die Archäologin, er ist der Reporter, mit vereinten Kräften lösen sie irgendwie den Angriff der Aliens. Naja. Tja, keine Ahnung. Naja, fand ich nicht, also wie gesagt, naja, ich gehe jetzt duschen, ich fühle mich schmutzig. Ja, danke fürs Zusehen, auch wenn jetzt die letzte Folge ein bisschen kürzer war als gedacht. Das war Zack McCracken in der Alien Mindbender, die Fan-Folge. Mein volles Fazit habe ich ja in der vorletzten Folge quasi schon vorweggenommen. Das hat jetzt nochmal auf einer für mich sehr unangenehmen Note geendet. Aber im Großen und Ganzen, wenn man die Zeit berücksichtigt, wenn man berücksichtigt, dass es ein Fanprojekt ist und so weiter, ist es eigentlich wirklich ein gutes, kostenloses Spiel. Nur ich finde, kein guter, inoffizieller Nachfolger für Zack McCracken. Da hätte ich mir ein bisschen mehr, wie gesagt, ein durchgehendes Konzept und ein paar... Nicht nur Easter Eggs halt, sondern eine Weiterführung der Story und der Welt gewünscht. Anstatt alles einfach nur mit Referenzen voll zu klatschen, aber dann doch irgendwie was ganz anderes zu machen. Naja, gut, Leute. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Oh, jetzt stürzt hier alles ab. Na dann, höchste Zeit. Ciao.